Hallo und willkommen zu einer weiteren WildStar Beta Show von Arkship.de. Und heute schauen wir uns nochmal einen Weltboss an. Nach Metalmore gibt es jetzt Doomthorn the Ancient. Ja, das ist ein Boss auf Level 20. Den findet man in Galeras, dem Gebiet für die Verbannten. Beziehungsweise nein, der Boss ist Level 22 und der ist für 20 Spieler, wie man an dem Nameplate erkennen kann. Da unten links ist so eine 20 und oben rechts eine 22, was bedeutet für 22 Spieler. Und ganz rechts die Zahl, die jetzt wieder ein goldenes Schild gerade geworden ist, das ist die Interrupt Armor Geschichte, das kennt man ja bereits aus diversen anderen Videos. Ja, Doomthorn the Ancient, ein World Boss für wahrscheinlich um die 20 Spieler. Wir haben hier links ein Raid, wie wir sehen, das Raid Interface, 22 Leute sind wir. Ja, der gute Weltboss hat ein bisschen Leben, ne, hier zwei, was hat er denn, 2840k aktuell noch, also ein paar Lebenspunkte mehr. Auf Level 20, auf Level 22 ist das ein kleiner Happen. Ich habe hier gerade mal 6600 Lebenspunkte. Aber ich bin auch Level 16, muss ich gestehen. Ich hatte nämlich eine Gruppe per Zufall während des Questens gefunden, die den Weltenboss angehen wollte. Und dann dachte ich mir doch, hey, da nehmen wir doch direkt mal ein Video auf, um euch das zu zeigen. Und bin dann eben mit Level 16 dahin gegangen. Hat auch eine lange Zeit ganz gut gegangen. Ich bin, glaube ich, zweimal gestorben während des Videos. Aber das Video geht auch fast 10 Minuten, nur aufgrund dessen, dass der Kampf so lange dauert. Obwohl wir 22 Leute sind, die alle fast auf dem gleichen Level waren wie der gute Doomthorn, hat das trotzdem relativ lange gedauert. Aber so soll das ja auch beim Weltenboss wahrscheinlich sein, dass er sehr lange dauert. Ja, die Taktik von dem guten Herrn war jetzt nicht so berauschend. Ich glaube, die Taktik ist eher, dass man es erstmal schafft, 20 Leute zu finden. Oder natürlich, man könnte ja auch mit Level 50 Leuten einfach hingehen, aber dann würde der Boss ja eh nicht mehr so viel nützen. Das Interessante war, dass ich am Ende sehr, sehr viele Erfahrungspunkte bekommen habe. Ich glaube, irgendwie ein halbes Level up oder so habe ich gekriegt. Das ist schon mal ganz nützlich gewesen, aber ich war ja auch, wie gesagt, Level 16 und der Weltenboss 22. Im Normalfall kriegt man also deutlich weniger, aber immer noch ein schönes Stückchen. Ja, und fallen gelassen hat der Boss dann drei Beutestücke, drei blaue Sachen, nichts Episches oder sowas. Könnte natürlich auch noch droppen, war ja das erste Mal, dass ich den getötet habe. Also kann gut sein, dass der auch epische Sachen während der Levelphase droppt. Und das ist halt einfach, ja, ne, was Nettes nebenbei, wenn er gerade da ist und sich genug Leute finden, kann man den angehen. So, Weltenbosse sind ja eh eher für den Release eines Spiels da, wenn wirklich noch viele während der Levelphase in einem Gebiet unterwegs sind. Ich sag mal, wenn ich jetzt zum Beispiel 4 Monate nach Release starte, dann sind wahrscheinlich nicht mehr 20 Leute zu finden in einem Levelgebiet, die jetzt gerne diesen Weltenboss angehen wollen. Das wäre dann ein bisschen schwerer. So, ich bin jetzt das erste Mal gestorben, weil ich in meinen Telegrafen drin stehen geblieben bin, aber ich surfe einfach mal jetzt zurück zu dem guten Herren. Ja, Weltenbosse, vielleicht noch eine weitere Information, die ganz interessant für euch wäre, ist, es gibt in jedem Gebiet nach den Startgebieten mindestens einen Weltenboss, also alles ab Level 6. Beispielsweise in Dera Dune gibt es ja Metalmore, wer den schon kennt, dann gibt es in Auroria, dem Pendant von Galeras für das Dominion, da gibt es eine große Honigbiene, die ist der Weltenboss dort. Dann weiß ich, in Elevar gibt's auch so einen Drachen, wie den, den man hier sieht, nur in einer anderen Farbe. Und der, ich glaube, auch für 5 Mann ist und nicht für 20, weil das Gebiet ist da ja noch ein bisschen lower. Und ja, dann haben wir hier Doomthorn the Ancient, oder the Ancient, für 20 Mann und mit sehr vielen Lebenspunkten. Und was es in anderen Gebieten noch so gibt, das habe ich bisher noch nicht gesehen, soweit war ich noch nicht, aber auf dem Plan der Entwickler steht zumindest in jedem Gebiet einen von diesen großen Weltenbossen, den man mit vielen Leuten machen muss. Ja, das war es eigentlich an Informationen zu Weltenbossen. Interessant wäre vielleicht noch, dass man auch Erfolge für das Töten von Weltenbossen bekommt, also für Erfolgssammler auch eine ganz nette Nebensache, nachher vielleicht auf Maximalstufe die ganzen Weltenbosse abzufarmen. Mal schauen, ob man die auf Level 50 dann alleine machen kann. Das wird man später sehen. Also, ich verabschiede mich hier jetzt schon mal. Ihr könnt euch das Video jetzt noch komplett ansehen, um den ganzen Kampf euch ansehen zu können. Wie gesagt, eine große Taktik hat der Boss nicht. Man muss aus ein paar Telegrafen ausweichen. Und das war es eigentlich im Großen und Ganzen schon. Am Ende gibt es dann halt Erfahrungspunkte, einen Erfolg und ja, Ausrüstungsgegenstände, die verwürfelt werden an die 22 Leute, die hier mit draufgehauen haben. Wir hören uns dann im nächsten Video wieder. Bis denn!